so schlimm, wie es hier behauptet ist, ist es in keinster Weise. Aber bevor ich Ihnen ein wenig über die Inhalte erzähle, halte ich es für angebracht, dass es eigentlich einmal sich gehört, auch Danke zu sagen. Danke an unsere Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen. Vielen Dank auch an alle Pädagoginnen und Pädagogen im Elementarbereich, in der Freizeitpädagogik, in der Sozialpädagogik. Vielen Dank all jenen, die im administrativen, im unterstützenden Bereich tätig sind. Und natürlich auch Danke an alle Eltern, alle Verwandten, alle Schülerinnen und Schüler. Und ich kann Ihnen sagen, wir waren fleißig. Wir haben uns viel vorgenommen und wir konnten vieles davon umsetzen. Heute Abend etwa behandelt der Nationalrat mein Digitalisierungspaket. Nach der Einführung der digitalen Grundbildung, der Ausstattung aller Schülerinnen und Schüler der fünften Schulstufe mit digitalen Endgeräten werden nun auch die Verwaltungsabläufe digitalisiert. Elektronische Schulzeugnisse, der digitale Schülerausweis und eine Schulanmeldung ohne Zettelwirtschaft sind für alle spürbare Erleichterungen. Und mit der Weiterentwicklung der bisherigen vorwissenschaftlichen Arbeit geben wir den Schülerinnen und Schülern mehr Raum für Kreativität, auch bei der Reifeprüfung. Vom Anfang an im Fokus gestanden sind für uns auch die elementarpädagogischen Einrichtungen, weil mir dieser Bereich wirklich besonders am Herzen liegt. Und die ersten Bildungsjahre sind entscheidend. Die Ausbildung der Elementarpädagoginnen und Elementarpädagogen ist es auch. Daher haben wir neue Ausbildungsmöglichkeiten geschaffen und 300 neue Ausbildungsplätze pro Jahr jetzt schon ermöglicht. Und die Kampagne Klasse Job wurde auf die Elementarpädagogik erweitert und hat zu einer Verdoppelung der Zahl der Studierenden beim Quereinstieg in nur einem Jahr geführt. Und mit den Ländern konnten wir eine Artikel 15a-Vereinbarung für die Elementarpädagogik ausverhandeln. Das bringt 1 Milliarde Euro für 5 Jahre für Qualitätsverbesserungen und den Ausbau. Und seit meinem Amtsantritt bin ich zumindest einen Tag in der Woche in Schulen und Forschungseinrichtungen in ganz Österreich unterwegs. Und ich erlebe dabei sehr viel innovativen Unterricht. Ich erlebe sehr, sehr viele Schülerinnen und Schüler, die gerne in die Schule gehen. Und ich habe die Gelegenheit, auch mit Ihnen über Ihre Erfahrungen und Ihre Wünsche zu sprechen. Und ich bin im ständigen Austausch mit Lehrkräften, mit Schulleitungen, mit Verantwortlichen in den pädagogischen Hochschulen und Universitäten und auch im Bildungsmanagement. Und aus diesen Erfahrungen schöpfe ich Woche für Woche, Tag für Tag Kraft, Mut und Ideen. Denn ich sehe die Schulen, wie sie wirklich sind. Ich sehe die Lehrerinnen und Lehrer, die innovativen Unterricht ermöglichen. Ich sehe die Schulleitungen, die einen passenden Rahmen für Schülerinnen und Schüler, für Eltern und Lehrkräfte entwerfen. Und ja, natürlich müssen wir alles tun, um die Lehrkräfte und die Schulleitungen, die auch jetzt schon im Dienst stehen, zu entlasten. Daher habe ich erst vor einigen Wochen mit Paul Kimberger, dem Vorsitzenden der AG Lehrerinnen und Lehrer in der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst, Entlastungsmaßnahmen für die Schulen, für die Schulleitungen und vor allem für die Lehrerinnen und Lehrer vorgestellt. Das sind Maßnahmen, die wir gemeinsam gut durchdacht haben, die gut im System ankommen und den Lehrerinnen und Lehrern mehr Zeit für die Tätigkeit geben, für die sie ausgebildet worden sind, nämlich für das Arbeiten mit den Schülerinnen und Schülern, für den Unterricht. Und hier kurz zur Forderung nach einer Erhöhung der Zahl der Lehrpersonen um 20.000. Woher gerade diese Zahl kommt, entzieht sich meiner Kenntnis. Für mich wirkt das mit Verlaub sehr evidenzbefreit, isoliert gedacht und auch ein Stück weit unreflektiert. Denn Sie sprechen hier von einem Plus von 17%. Betrachtet man internationale Vergleiche, wird klar, dass das Verhältnis von Lehrpersonen zu Schülerinnen und Schülern in Österreich schon jetzt ein sehr gutes ist. Lesen Sie dazu bitte etwa Education at a Glance 2023, das ist der Bericht der OECD. Meine Initiative Klasse Job zeigt übrigens auch hier Wirkung. Für das kommende Schuljahr gab es für 7.000 offene Teil- und Vollzeitstellen in Summe fast 12.000 Bewerberinnen und Bewerber.
Über 7.000 Personen haben sich dazu zur Zertifizierung als Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger im neuen System angemeldet. Und bei der Zahl der Anfängerinnen und Anfänger bei den Lehramtsstudien verzeichneten wir im letzten Studienjahr ein Plus von fast 17%. Das bedeutet fast 1.000 Personen zusätzlich, die in diesem Studienjahr mit einem Lehramtsstudium bekommen haben. So sieht Recruiting aus. Schule ist Arbeitsplatz und Zukunftsplatz. Lehrerinnen und Lehrer ist ein Zukunftsjob. Für jede Person, die ihn ergreift, aber vor allem auch für die Schülerinnen und Schüler und damit für unsere Gesellschaft. Unsere Schulen sind Kompetenzzentren, sie sind Bildungsraum und Entwicklungsraum. Sie sind Raum für Ideen, aber auch Safe Room für unsere Kinder. Denn in unseren Klassenzimmern lehren wir Geschichte, aber wir schreiben auch Zukunft. Und alle Kinder und Jugendlichen müssen dort einen geschützten Rahmen vorfinden. Daher gibt es keinen Platz für Gewalt und Extremismus. Wir haben Kinderschutzteams eingeführt und zur Gewalt- und Mobbingprävention viele Maßnahmen gesetzt. Verschiedene Workshop-Formate, unter anderem mit dem Bundesministerium für Inneres, schaffen Rechtsbewusstsein. 4.000 Extremismus- und Gewaltpräventionsworkshops pro Jahr mit Themen von Anti-Mobbing und besseres Klassenklima bis hin zu Deradikalisierung und Gewaltprävention. Die Schulpsychologie wurde um 20% ausgebaut und das psychosoziale Unterstützungspersonal an den Schulen verdoppelt. Und das nächste Schuljahr wird unter dem Jahresschwerpunkt stehen: Hinschauen statt wegschauen. Mit der neuen Schulordnung wird außerdem die Sicherheit an den Schulen auf eine neue Ebene gehoben. Schulen müssen dann verpflichtende Kinderschutzkonzepte inklusive einer standortbezogenen Risikoanalyse umsetzen. Des Weiteren wird die Aus-, Fort- und Weiterbildung im Bereich Gewaltprävention und Deeskalationsmanagement für Lehrkräfte ausgebaut. Und ich möchte auch noch kurz auf die Ergebnisse von PISA Financial Literacy eingehen. Hier zeigt sich, dass Österreichs Schülerinnen und Schüler bei der Finanzkompetenz signifikant über dem OECD, aber auch dem EU-Durchschnitt liegen. Dennoch setzen wir weitere Maßnahmen zur Stärkung der Finanzkompetenz und des Finanzwissens. Ich habe veranlasst, dass bei den neuen Lehrplänen ein besonderer Fokus auf die Finanz- und Wirtschaftsbildung gelegt wird. Und wir haben auch die Möglichkeiten der Demokratiebildung in den Lehrplänen umfassend ausgebaut, auf allen Schulstufen. Und ich habe das System reformiert. Künftig können Lehrpläne rascher angepasst werden auf aktuelle Anforderungen. Jahrzehntelang hat man hier nach einem alten System gearbeitet. Alle 10 bis 15 Jahre wurden die Lehrpläne mit großem Aufwand in einem langen Prozess geändert. Wir haben dieses System geändert. Wir sind ab jetzt flexibler, um genau das zu tun, dass wir die Lehrpläne so gestalten, dass sie den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler entgegenkommen. Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, eines durfte ich in den 2 Jahren als Bundesminister für Bildung sehr oft erfahren. Dass unser Bildungssystem vieles leistet und voll engagierter Personen ist, bei allem Änderungsbedarf, den wir haben. Ja, wir müssen ständig daran arbeiten, das Bildungssystem zu verbessern. Aber es gibt keine einfachen Lösungen, um perfekte Schulen vorzufinden. Es gibt keine einfachen, simplen Ideen, die man so umsetzen kann, wie Sie sich das vorstellen. Wir brauchen entsprechende Grundlagen und Überlegungen. Und es braucht auch Verantwortung, die ich sehr wohl in mir trage und die ich sehr wohl wahrnehme. Denn Bildung ist Chefsache, meine Chefsache. Und das ist, wie die Fakten es beweisen, schon jetzt. Martin Bolaschek, der Bildungsminister von der ÖVP. Es gibt 300 neue Ausbildungsplätze pro Jahr im Bereich Elementarpädagogik. Er selbst mache sich einmal pro Woche ein Bild beim Besuch einer Schule. Die Forderung von 20.000 zusätzlichen Pädagogen weist er zurück. Die Zahl Verhältnis Schüler-Lehrer sei jetzt schon hoch in Österreich.